Hallo Leute, heute gibt's drei Kartentricks. Den ersten davon werde ich euch dann nochmal, wenn genug Aufrufe da sind, werde ich euch den auch nochmal in einem anderen Video erklären. Aber erstmal drei Kartentricks für meinen Bruder Julian. Hallo Leute, ich hoffe, man sieht mich, ne? Ja, guckt auf jeden Fall da schon mal bei Julian allein zu Hause dabei. Ich bin gerade voll in Stimmung, ne? Über 100, Leute. Knackt bei Jamie bitte auch über 100. Ich wünsche mir das. So, auf jeden Fall abonniert schon mal, wenn euch das gefällt, mit vielen Kartentricks. Ja, und gut, wir können schon mal loslegen. So, ich habe hier Karten. Ja. Ja, 2, 3, 4, 5. Und hier nochmal schwarze Karten, ja? Ja. So. Die schwarzen Karten lege ich jetzt mal dahin und die roten Karten lege ich mal hier hin. So, hier die Herz 2, die kommt hier rein. Ja. An zweite Stelle. Ja. Ich schüttel einmal und die Herz 2 springt nach oben. So, jetzt kommt die Karo 3, die kommt an dritte Stelle. Ich schüttel einmal und die Karo 3 springt auch nach oben. Ich möchte euch aber jetzt erstmal zeigen, dass es wirklich hier nur diese vier Karten sind. Und jetzt kommt hier auch noch die Karo 4 zum Einsatz. Zack. Und ich schüttel. Zack. Karo 4 ist auch nach oben gesprungen. Und ich will euch wirklich zeigen, es sind hier nur wirklich diese vier Karten. 1, 2, 3, 4. So. Ich schüttle jetzt nochmal und die Karo 5 ist nach oben gesprungen. Und Julian, du darfst jetzt hier mal vor beiden Kameras erstmal untersuchen, alle Karten. Es sind wirklich nur die 8 Karten. Leute, ihr Bild ist hier alt. Hm? So, jetzt willst du zum nächsten Trick kommen? Ich muss mir nochmal ganz kurz überlegen. Ja. Sonst flipp ich hier aus. Also Leute, der erste hat mich schon umgehauen. Mal sehen, wie es mit dem zweiten wird, Leute. Also mit dem zweiten, ja, genau. Und zwar, wir haben hier ein Kartenspiel, das sieht man hier. Und zwar, du darfst erstmal eine Karte sagen. Irgendeine Karte? Ich nehme jetzt einfach mal die Karo 10. Karo 10. Ja Leute, falls ihr eine andere Karte genommen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Jamie kann euch die bestimmt irgendwas kann mit der auch machen. Keine Ahnung, was er mit der macht. Das seht ihr genau jetzt, denn wir gehen jetzt hier mal durch das Kartenspiel durch. Und guck mal, hier ist eine Karte umgedreht. Zieh mal die raus. Zieh die Karte mal raus. Dreh die mal um, vor dem Publikum. Es ist die Karo 10. Hä? Kannst du mir die mal wieder umgedreht ins Kartenspiel? Hä? So, und jetzt? Mir die ersten zwei Tricks gefallen. Sehr gut, auf jeden Fall sehr verblüffend. Also drei verblüffende Tricks, ich halte mich unter. Okay, aber ich glaube, das wirst du schon auf jeden Fall tun, denn das hier ist Mr. Sticky, hier ist auf jeder Rückseite anders drauf gemalt. Mhm. Also ist es ein kleines Daumenkino, genau. Aber dazu komme ich gleich noch. Du sollst erstmal hier eine Karte aus dem Kartenspiel ziehen, oder nee, also sagen wir einfach. Ich hatte noch lange nicht, also noch nie die Karte Big Boom, zieht nicht den Big Boom. Genau, das kommt auch noch, Leute. Und zwar hier der Piet Bube, der ist hier. Ja, ich. Hättest du jede andere Karte aus dem Kartenspiel auch ziehen können? Ja, hätte ich. Hättest du? Ja, hätte ich. Okay. So, den Piet Bube hier, den lege ich jetzt einfach. Warte, den lege ich jetzt einfach mal dahin. Und jetzt. Ja, ich hoffe, ihr könnt es. Warte, nochmal. Und da kommt der Piet Bube am Ende raus. Hä?
Leute, dieser Bube. Leute, dieser Bube war jetzt in einem Daumenkino. Ja, und du hättest auch wirklich jede andere Karte ziehen können, auch darf, also sagen können, und auch vom anderen Kartenspiel hättest du jede andere Karte nehmen können. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal bei mir seid, ich könnte euch den Kartentrick auch vorführen und ihr könntet irgendeine Karte sagen. Genau. Okay. Ja, ist auf jeden Fall sehr verblüffend, hä? So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mein Like und ein Abo da. Guckt bei June allein zu Hause da. Macht die 200 voll. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die drei Tricks. Der erste Trick wird vielleicht nochmal, wenn es genug Aufrufe gibt, als Erklärung geben oder genug Likes. Dafür müsst ihr einfach nur so 10 Likes vielleicht abgeben, mehr sogar nicht mehr, und genau. Am besten 100 Aufrufe oder 50 bis 100, und genau. Das war's dann auch mit dem Video. Ja Leute, auf jeden Fall schaut auf jeden Fall nochmal bei Julian allein zu Hause vorbei. Wir sind gerade voll im Tempo und wegen mehr als 100, auf jeden Fall knapp bei Jamie auch, mehr als 100 Abonnenten. Ich bin jetzt fast bei 130, auf jeden Fall. Ich würde mich auch über mehr Abonnenten freuen, aber erstmal bei Jamie. Aber mich natürlich auch abonnieren. Like da lassen für Bestzauberer. Und dann ciao. Tschüss.